Versuch mal, den Kopf nicht so zu nehmen. Der Kopf ist, man ist stolz. Man ist einfach stolz. So, als wenn du mich hier anguckst und dann guckst du einfach nur nach links. Ich bin stolz. Ja. So quasi. Genau. So ist gut. Perfekt. So bin ich stolz. Ja. Okay. Wollen wir es einmal probieren? Ja, klar. Wir probieren es einfach mal. Ja, logisch. Im Juli war es endlich soweit. Lisa Unruh konnte ein Jahr verspätet zu den Olympischen Spielen nach Tokio reisen. Und ich würde sagen, das Warten hat sich gelohnt, denn sie kam mit einer Bronzemedaille zurück nach Deutschland. Heute besuche ich Lisa in der Nähe von Berlin im Olympischen und Paralympischen Trainingszentrum in Chiembaum. Sie hat ihre Ausbildung bei der Bundespolizei gestartet und heute will ich mal hören, wie viel Tokio noch in ihr liegt und wie gut sie die Ausbildung absolvieren kann. Hallo Lisa, wir sehen uns hier in einem wunderschönen Chiembaum. Ich freue mich ganz sehr und ich frage es natürlich, Olympia ist gar nicht so lange vorbei. Wie geht's dir? Wie viel Tokio steckt noch in dir? Oh, tatsächlich muss ich gestehen, für mich gefühlt ist es schon sehr lange vorbei, weil doch irgendwie jetzt schon 5 Wochen dazwischen liegen. 5 Wochen, wo ich auch mal so ein bisschen was anderes gemacht habe, ein bisschen entspannt habe und ein bisschen weniger trainiert habe. Jetzt bin ich hier in der Ausbildung bei der Bundespolizei. Da muss ich sagen, habe ich den Kopf sowieso ganz woanders. Deswegen, ich denke schon noch gerne zurück, weil wir ja auch noch trainieren und auch noch mal ein bisschen drüber so erzählen, einfach so ein bisschen quatschen. Und es sind schon schöne Erinnerungen, aber es ist nicht mehr so viel da, muss ich gestehen. Natürlich schade, dass nach 5 Wochen irgendwie so das dann schon so weg ist, oder? Mhm. Also, wo liegt sie bei dir zu Hause? Wenn du nach Hause fährst, siehst du die Medaille dann noch und man hat das Glitzern in den Augen? Oder ist es schon eher so, dass man denkt, okay, die Saison ist noch und dann ich packe sie erstmal weg und hole sie vielleicht später wieder raus? Tatsächlich habe ich sie hier in Chiembaum. Weil wir ja in dieser Woche noch so eine Art Olympia-Empfang in Berlin haben. Und da will ich sie natürlich mitnehmen. Ja. Und also sie liegt auf dem Schreibtisch. Und ich gucke da schon immer noch so hin. Also so ist es jetzt nicht. Okay, aber also die Augen strahlen immer ja, noch. Ja, natürlich, ich bin sehr stolz drauf, auf jeden Fall. Wer fuchsig ist, sieht das bei uns beiden. Das sind beide Angehörige der Bundespolizei, aber vielleicht mal aus deinen Worten. Wie läuft das überhaupt? Jetzt bist du hier. Wie war das mit der Verschiebung von Olympia? Hast du Ausbildung verpasst, Prüfung verpasst? Also wie ist es in deinem Fall, bei der Bundespolizei zu sein? Also ich bin ja schon fertige Hauptmeisterin bei der Bundespolizei und mache jetzt quasi einen Aufstieg vom mittleren Dienst in den gehobenen Dienst. Und die Verschiebung hatte im Prinzip jetzt keine Beeinträchtigung in meinem Fall, sondern ich habe mich sowieso erst in diesem Jahr dafür entschieden. Und jetzt sind die Spiele vorbei und jetzt kann ich Polizeisachen machen, was mir auch sehr wichtig ist. Und wir sind jetzt für 4 Monate hier in Chiembaum unter der Woche, von Montag bis Freitag. Wochenends dürfen wir dann halt, ist zur freien Verfügung. Und im Januar, Februar mache ich noch ein Praktikum von 9 Wochen und dann gibt es eine Abschlussprüfung und dann bin ich hoffentlich Kommissarin. Hoffentlich Kommissarin. Ja, und das ist jetzt hier eine tolle Sache auf jeden Fall, dass wir das machen können und dürfen. Ich bin jetzt ganz hart auf Bogenschießen. Ich muss ja sagen, als ich meine Reha gemacht habe, 2018, habe ich auch ab und zu mal im Bogen geschossen. Mhm. Jetzt nicht auf 70 Meter, sondern vielleicht so auf 15 ungefähr und ich bin heiß. Also ich habe meinen Bogen mitgebracht und super. So. Genau, die muss immer nach außen. Außen heißt dort, also nach links zeigend. Es ist richtig. Das ist richtig, schon ist genau. Richtig, ja. Ich habe mir gemerkt, weil das muss doch hier vorbei irgendwie. Mhm, genau. So, ich bin stolz, habe ich mir gemerkt. Und halten. Ja. Gut. Ja, gut. Cool. Aber ich habe wenigstens super. Einigermaßen mein Feld getroffen. Ja, hast du auch. Wunderbar. Dankeschön. Also super. So. Geht, oder? Sieht echt gut aus. Nee, wirklich. Sieht gut aus? Ja. Und dafür, dass ich von hier an gelehnt bin. Ich habe keine Bauchmuskeln eigentlich. Ja, das habe ich auch so gehört sozusagen von wem. Das ist schon, man braucht für Bauch, also fürs Bogenschießen unheimlich viel. Ja. Bauch stabil, super. Ich muss auch ehrlich sagen, vielleicht hassen mich jetzt ganz viele, die das hier sehen. Ich habe ein bisschen gedacht, naja, Bogenschießen, kommt schon. Mhm. Habe ich auch gedacht. Also, kommt schon. Weißt du, habe ich damals auch gedacht. So ein Zehnkämpfer, so, komm schon, ne? Und als ich dann zum ersten Mal Bogenschießen gemacht habe, habe ich gedacht, dann leck mich am Arsch. Mhm. Oh Gott, darf ich das überhaupt sagen, ey? Da habe ich gedacht, das ist ja, das ist ein Sportart, den man, glaube ich, total unterschätzt. Ist auch so, ja. Weil man das noch nie gemacht hat. Wenn man zum ersten Mal einen Bogen wirklich spannen muss und auch in dieser, so viele Pfeile einfach aneinander schießen muss, in dieser Konstanz einfach auch, ist das unheimlich anstrengend. Mhm. Vielleicht nicht wie ein
Die Marathon sind anders, vielleicht nicht jetzt, ist man so 200 Pulver, die Marathonläufer. Ja. Aber über die Zeit einfach so die Spannung zu halten, ist auch unheimlich anstrengend. Ja, na, auch die Qualität der Schüsse auch zu halten einfach. Aber ich weiß ganz genau, was du meinst, weil man unterschätzt schon allein die Sportart, nicht nur, weil es Bogenschießen ist, sondern auch, wenn man es sieht, sieht es einfach aus. Sieht einfach und, aus. Und eine Sportart einfach aussehen zu lassen, da muss man viel ist schon so ein Punkt. Das muss schwer sein. Ja. Ist so. Aber das wissen halt nur Leute, aber die halt davon nach haben. Meinem ersten Bogenschießtraining habe ich ein gutes Mittagsstäbchen machen müssen. Ja, weil es auf den Kopf geht, ne? Deswegen, Ich habe einen schnellen Pfeil mit Lisa Unruh geschossen. Natürlich nur auf 5 Meter, nicht auf 70 Meter. Ist total fantastisch, was die Mädels hier leisten. Einfach von 70 Meter ins Goldene treffen. Wenn man Lisa anspricht auf die Olympischen Spiele und vor allem auch auf die Bronzemedaille, dann ist das Grinsen über alle beide Gesichtshälften, auch die Gänsehaut bei mir, enorm. Es ist September, die Inzidenzen steigen. Keiner weiß, haben wir nochmal Kontaktbeschränkungen im Winter, ja oder nein. Von daher ist es super, wenn wir auch Möglichkeiten haben, draußen zu trainieren. Und von daher ist ein Allwettersegel echt eine gute Idee, oder? In Erlangen gab es da ein paar Probleme und ich bin gespannt, wie der Stand der Dinge ist. Unser Allwettersegel, ein Jahrhundertprojekt mittlerweile. Leider haben wir noch keine Baugenehmigung, aber wir sind guter Dinge, dass wir die bekommen. Wir hätten jetzt natürlich gerne ein fertiges Segel gehabt, damit wir draußen unter freiem Himmel Sport treiben können. Gerade falls jetzt wieder Beschränkungen kommen könnten im Herbst. Aber wir sind guter Dinge, dass wir nächstes Frühjahr das Segel installieren und dort Sport treiben können. Alternativ lassen wir gerade Fitnessflächen am Kostbacher Weg noch erstellen, um dort wenigstens bei schönem Wetter zusätzliche Gymnastik- und Sportstunden anbieten zu können. Wir sind dieses Jahr gut durch die Krise gekommen, weil wir eben erhebliche Hilfen, Corona-Hilfen, Sonderzuschüsse und Kurzarbeitergeld bekommen haben. Deswegen ist für dieses Jahr die Finanzierung gesichert. Wir hoffen natürlich, dass wir nächstes Jahr mit weiteren Mitgliedersteigerungen rechnen können. Die brauchen wir, um die Kostensteigerungen, die aus dem dauerhaften Betrieb nächstes Jahr, also ohne Lockdown, haben wir natürlich das ganze Jahr die vollen Betriebskosten, die vollen Personalkosten und die vollen Wettkampf- und Abteilungskosten. Diese Kostensteigerungen müssen wir durch erhebliche zusätzliche Einnahmen decken. Und wenn die Hilfen wegfallen, sind wir angewiesen auf deutlich steigende Mitgliederzahlen oder eben weitere Hilfen im nächsten Jahr. Also wir haben in der Sportauslastung nach wie vor geringere Zahlen, aber sie sind doch schon stabil und Tendenz ansteigend. Es ist jetzt nicht so, dass die Stunden überlaufen sind, aber die Stunden finden statt. Die Leute, die da sind, sind zufrieden. Und was auffällig ist, ist, dass es kaum Probleme gibt zwischen den Teilnehmern, zwischen Übungsleiter und Sporttreibenden. Also mir sind keine Beschwerden oder Streitigkeiten bekannt hinsichtlich Maskennutzung oder Einhaltung der Vorschriften.